Moin, Servus, Moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine knackige Setup-Reaktion. Direkt die zweite Folge wird rausgehustelt. Gestern ein Upload, heute wieder ein Upload. Dafür sehe ich ein Like von euch und wir gehen rein. Let's go. Ich wiederhole mich natürlich immer bei jeder Folge. E-Mail für die Setups ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze hinschicken. Tschüss, Junge, wir starten direkt mit einem High-End-Setup hier rein. Hallo Gary, mein Name ist Mika, ich bin 14 Jahre alt und das ist mein Setup, das ich mir in 3 Jahren zusammengespart habe. Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. Mit Verbesserungsvorschlägen ist immer so eine Sache, weil, ich gebe mittlerweile gar keine Verbesserungsvorschläge mehr. Die sind sowieso irgendwie komplett dulli. So, dann sagst du, mach dein Kabelmanagement besser, kauf dir noch einen Monitor oder irgendwie sowas. Ich finde, mittlerweile ist es einfach nicer, wenn man einfach nur sich die Setups zusammen anschaut, drauf reagiert und gut ist. Weil im Endeffekt soll sich jeder mit seinem Geld selber kaufen, was er halt will. Einen etwas älteren Monitor, noch mit dem alten Format. Dann hier sein Main-Monitor und oben drüber hat er auch nochmal so einen Monitor, der noch ein, glaube ich, ein etwas älteres Format hat. Der hier ist aber sogar noch kleiner als der obere, ne? Um Spotify einblenden zu lassen, Videos zu schauen oder so, reichen diese Monitore natürlich aus. Er hat ja hier einen guten Main-Monitor. Alles schön in einer blauen Optik, gefällt mir gut. Ich finde die Tastatur extrem nice. Die sieht richtig gut aus und generell immer von Razer, geile Produkte. Die Maus hat sogar hier so eine indirekte Beleuchtung unten. Ich finde die nochmal ein bisschen geiler als meine. Und ansonsten hätte ich dann vielleicht dieses LED-Strip nicht hier außen an den Tisch gemacht, weil das ist halt komplett verquatscht. Man soll ja wie hier hinten nur das Licht sehen und nicht das LED-Strip an sich. Also ich würde das Ganze so machen, ich würde vielleicht jetzt einfach ein bisschen Geld sparen. Und wenn du dann irgendwann 50, 60 Euro zusammen hast, kannst du dir ja so eine indirekte Beleuchtung hier an den Tisch machen, so eine LED-Band von Gobi. Das Ganze ist nämlich aus Silikon und da sieht man immer nur die Beleuchtung und nicht, ja, diese ganzen LED-Teile da. Ansonsten finde ich den DX Racer eigentlich geil, diese schwarze Optik da, erinnert mich so ein bisschen an Audi-Sitze. Ich hatte früher auch einen DX Racer und muss echt sagen, die sind vom Preis-Leistung eigentlich ziemlich geil. Es gibt natürlich bessere Gaming-Stühle, aber die kosten dann auch gut und gerne das Doppelte, von daher mit DX Racer macht man eigentlich nie was falsch. Gaming-Zimmer gefällt mir. Er hat auch denselben oder einen ähnlichen Hintergrund wie ich. Ich habe ja auch hier so einen Lil Peep-Hintergrund. Bei ihm ist es noch mit Get On My Level. Wenn du willst, kannst du auch den benutzen, den ich benutze, von Wallpaper Engine. Da hast du hier sogar noch diese Sternschnuppen, die da die ganze Zeit angezeigt werden. Und du hast halt nicht mehr dieses Get On My Level-Logo drin. Ich benutze auch immer das gleiche Wallpaper. Erstens, weil ich ein kompletter Lil Peep-Fan bin. Und zweitens, weil es einfach am besten aussieht. Und in mein Setup dieses Blaue einfach am besten auch reinpasst. Ich finde das da auch geil von Rick und Morty. Aber es ist halt so viel Bewegung. Ne? Man kann jetzt hier nochmal bei Wallpaper Engine das Ganze ein bisschen ändern. Hier Helligkeit, Kontrast, Sättigung. Dann kann man hier noch die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen. Mache ich einfach mal auf 36, weil das da ist ja komplett vercrackt. Ist immer noch viel zu viel. Aber an sich ist der Hintergrund da extrem nice von Rick und Morty. Fühle ich, ist cool. Kann man auch machen. Ist aber relativ hell auch. Aber wie gesagt, du kannst hier in den Einstellungen noch die Helligkeit und so verändern. Ich habe sogar schon ein bisschen runter gemacht. Guck mal, ob ich noch irgendeinen geilen habe auf Wallpaper Engine. Ja, hier nochmal Rick und Morty. Den finde ich für so einen Desktop-Hintergrund schon ein bisschen besser, weil er einfach ein bisschen cleaner ist und da nicht so viele Bewegungen sind. Diesen Astronauten hier habe ich immer früher gefühlt. Wir gehen jetzt einfach mal kurz meine Hintergründe durch. Aber wie gesagt, ich benutze halt meistens immer nur den von Lil Peep. Also für die Leute, die Wallpaper Engine nicht kennen, das ist eine App, die lädt man sich einmal auf Steam runter, kostet 3 Euro. Und dann könnt ihr euch gefühlt die besten Hintergründe drauf machen, die es so gibt. Mit diesen Galaxy-Wolken kommt auch gefährlich. Den Hintergrund hier müsste ich mal öfter drauf machen. Der kommt sehr gefährlich. Geisteskrank. Den habe ich auch früher relativ oft benutzt. Mit dieser Ducati. Einfach Megan Fox. Junge, ich kann das nicht mehr, ne? Ey, was ich da rausgesucht habe, ist ja geisteskrank. Ein Hintergrund hat nicht gereicht. Direkt 2. Aber sieht halt komplett beschissen aus, habe ich dann auch gemerkt. Hey Gary, ich bin 12 und das mein Setup kostet 2700 Euro mit allem. 2700 Euro soll das kosten? Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt auch kein krasser Gaming-Laptop, einfach ein normaler HP. AOC-Monitor 200 Euro, PS4, Fernseher da 300-400 Euro. Wo sollen das 2700 Euro kosten? Ja, ist ja auch egal, wie teuer das Ganze ist. Ist in Ordnung. Zum Zocken reicht es aus. Hallo Gary, ich habe mein Setup geupgradet, bald noch ein PC, bin 13. Jeder hat eigentlich immer Fortnite am Laufen, ist mir mal aufgefallen. Das wird wirklich noch am meisten gespielt. Ich finde diese LED-Kombination mit den Matten cool.
Du hast auf der linken Seite grün und auf der rechten Seite blau. Hier unten so eine schöne digitale Uhr, bisschen Star Wars Deko, dann hier so eine Halterung für seinen Laptop, Mikrofon mit Mikrofonarm. Ja, ist in Ordnung. Also ich sag mal so, für ein Konsolen-Setup hat er das Beste rausgeholt. So, dann haben wir hier den Max, er ist 11 und hat mir dieses Setup hier geschickt. Höhenverstellbarer Tisch, dann einen Monitor mit einer Monitorlampe. Ist so eine Kombination, Gaming und Büro-Setup. Man sieht wirklich, dass die Leute sich richtig Mühe geben. Dann hier oben das Regal mit indirekter Beleuchtung. Zwei Pflanzen hier, da oben noch eine schöne GBL-Box. Ja, passt, finde ich gut. Ich bin Michael, 24 Jahre alt und das ist mein Setup. So, also die ganzen Specs und so, die werde ich natürlich wieder nicht vorlesen. Deswegen blende ich das einmal kurz ein. Und für die Leute, die sich da inspirieren lassen wollen, können sich das Ganze kopieren. Er ist so ein Kandidat, er legt nicht so viel Wert auf sein Setup, auf seine Optik und so, sondern er will einfach nur einen PC mit einer krassen Leistung. Und ja, so Deko und so interessiert ihn einfach gar nicht. Sein PC ist halt schon geisteskrank, ne? Auch hier mit der Wasserkühlung. Hey Gary, ich habe dir mein neues Setup geschickt, bin 13 und es ist noch nicht fertig. Ich glaube, 90% meiner Zuschauer haben wirklich ein krasses Setup. Ist ja mittlerweile nicht mehr normal, was hier für Setups eingesendet werden. Das war früher nicht so, ne? Ich habe vor 2 oder 3 Jahren mit dem Format angefangen und ihr könnt euch auch noch die Folgen von ganz am Anfang anschauen. Da waren nicht so oft so Setups dabei. Also ich habe so das Gefühl, dass immer mehr Leute extrem viel Geld in Setup reinstecken. Dann hier hinten nochmal so eine kleine Deko-Ecke. Diese Regale waren eigentlich das Beste, was er machen konnte mit der Schräge. Da hast du ja nicht viel Platz. Kleine Fernsehecke hier noch mit einer Couch. Das Regal ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Holzoptik generell fühle ich jetzt nicht so, aber sieht gemütlich aus. Ne? Im Endeffekt ist es alles eine Geschmackssache. PS5 ist hier angeschlossen, ist sogar so eine Special Edition oder er hat so einen Aufkleber drauf gemacht. 2 Controller mit einer Ladestation, Nintendo Switch, sogar 2 Nintendo Switches. Nennt man das überhaupt so? Eine Nintendo Switch, mehrere Nintendo Switch? Switches? Schneewittchen, so ein Ding. Der hat ja ein richtiges Crackzimmer auch wieder. Über den Matten hat er sich dann so Milchglas gekauft und da einen LED-Strip reingemacht. Das leuchtet jetzt nicht ganz so hell, aber passt. Dann hier an der rechten Seite oben nochmal so ein Pinboard, wo er ein paar Keycaps und so Sachen drin hat. Hier ist sogar noch eine Tastatur. Und dann haben wir hier halt sein Setup. Auf der anderen Seite dann weiße 3D-Wallpens. Ich weiß aber nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn er alles weiß oder alles schwarz gemacht hätte. Sein Zimmer ist halt auch von der Größe so geil, ne? Guck mal, wie viel Platz er da noch hat, obwohl da eine Couch steht. Und er ist auch mies der Star Wars-Fan. Dann geht's weiter mit dem David. Er ist 13, hat bei den LEDs reingekackt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe noch nie so ein Bett gesehen. Warum ist hier nur so eine kleine Ecke? Geht es nicht normalerweise dann auch noch hier rüber? Mauspad ist fresh. 60% Tastatur. PS4 Slim. AOC-Monitor. Junge, ich habe gedacht, der hat nur an der Seite da reingekackt. Der hat ja überall reingekackt. Er hätte hier so eine freshe indirekte Beleuchtung hinmachen können. Wie bei mir hier im Hintergrund. Vergleich das doch mal. Wie es bei mir aussieht. Mit diesem kleinen Vorsatz da, den ich gebaut habe. Und wie das einfach hier aussieht, wenn die LEDs nur dran geklatscht werden. Ich würde hier irgendein IKEA-Regal kaufen, das so eine Höhe hat wie der Schreibtisch. Also so eine Kommode, eher gesagt. Und dann würde ich auf die Kommode den Fernseher stellen, dass der auch dieselbe Höhe vom Monitor hat. Sodass halt hier unten der Bereich, der halt ohne die Panels ist, nochmal bedeckt wird. Ja, die kostet jetzt zwar 180 Euro, aber da gibt es wahrscheinlich auch andere, die ein bisschen billiger sind. Ne? Einfach so eine Kommode halt. Hallo Gary, ich bin 12 Jahre alt und habe vor circa einem Monat random von meinem Onkel, er ist by the way Programmierer, einen Gaming-PC bekommen. Ja, wer kennt's nicht? Einfach mal random vom Onkel einen Gaming-PC geschenkt bekommen. Die GPU ist eine Phoenix GTX 1660, super. Ach, Bruder, mit dem Vorlesen ist immer problematisch. Die CPU ist eine Intel Core i5, die LEDs sind von Govi, die Tastatur ist von Razer Cinosa Lite. Und die Maus ist eine Razer Basilic V3. Zu Weihnachten bekomme ich noch einen zweiten Monitor. Ich hoffe, es gefällt dir. Der Onkel hat sich gedacht, die Gönjamin-Wochen sind am Start. Ich hab's ja gesagt, 90% meiner Zuschauer haben einfach eine krasse Gaming-Zentrale. Highlight im Zimmer ist ja schon fast dieser Stormtrooper. Und vor allem, ich glaube, der war auch sehr teuer, weil das ist nicht so eine scheiß Pappfigur. Der ist so gefühlt lebensecht schon fast. Lass den mal 1,30 Meter oder so groß sein. Die Dinger kosten sau viel. Ja, hier, Setup-Bereich ist halt normal mit einer Switch. Mit einem Monitor, mit seinem neuen Gaming-PC jetzt hier. Ich glaube, da hat er halt wirklich sein Zimmer krass geupgradet durch den PC. Ja, ansonsten vielleicht hier ein bisschen zugestellt mit der Couch, die da mitten im Raum steht.
aber Deko gefällt mir gut. Ich finde es hier echt geil mit der Star Wars Deko hier oben überall. Ich heiße David, bin 15 und in deinem Video die besten Gaming Setups Teil 50. Bei Minute 7:53 bin ich und das ist jetzt mein Setup mit dem Upgrade. Oha, jetzt haben wir hier wirklich einen Kandidat, der früher sein altes Setup mir geschickt hat und jetzt sein neues Setup am Start hat. So sieht also jetzt das neue hier aus. 3 Monitore, über den Monitoren das Mikrofon, hier eine schöne Couch-Ecke und hier nochmal ein Bild von seinem Setup etwas weiter weg. Wo wohnt er denn da? Ey, er wohnt einfach neben dem Basketballkorb. Wie geil ist das denn? Erstmal eine Runde ballen gehen. Der Bums sieht jetzt 10-mal besser aus. Vielleicht nicht 10-mal besser, aber ist schon ein gutes Upgrade, sagen wir es so. Hallo Gary, das ist mein Setup. Ich heiße Lars und bin 12. Kostet 6.000 Euro. 6 fucking 1.000 Euro. Man hätte vielleicht nochmal ein Bild machen können, wo man halt ein bisschen mehr von seinem Tisch sieht. Die indirekte Beleuchtung ist so lala, also das hätte man auch besser machen können. Aber ansonsten ist das hier auch echt wieder crazy. 3 Monitore, der in der Mitte in einem 32 Zoll Format oder was? Digga, einfach so ein gestreckter Monitor. Dann hat er hier, glaube ich, ein Tablet und links nochmal so ein Anzeigemonitor oder sowas. Ja, also ich sag mal so für 12 ist es da auch schon wieder komplett krass. Außerdem hat er noch so eine kleine Couch hier im Zimmer mit einem Fernseher, der hier am Stissel ist. Ich bin 14 Jahre alt und habe 0 Euro für mein Setup ausgegeben. Ist zwar kein krasses Gaming-Setup, kein krasser Gaming-Stuhl oder sonst irgendwas, aber mit dem Laptop hat er Internetzugang und kann alles machen, was er will eigentlich. Außer halt die heftigsten Games auf der heftigsten Grafik vielleicht spielen. Das geht nicht, okay. So einen richtigen Ben haben wir hier. Wisst ihr, kennt ihr die Leute in Fortnite, die Bens? Er ist so ein richtiger Ben. Da könntest du mir vielleicht nochmal eine Privatnachricht auf Instagram schreiben, wie du das Ganze gebaut hast. Ich brauche da mal ein paar Einblicke. Diese Nanoleaf-Panels, die da über die Decke gehen. Ich glaube, alleine für die Figuren hast du ja bestimmt schon über 1.000 Euro bezahlt. Alter, Ben, hast du gut gemacht. Skyfox mit einem Konsolen-Setup und mit einer PC-Ecke. Digga, die meisten, die eine PS5 haben, die haben auch eine Nintendo Switch. Dann geht's weiter mit Henry, er ist 13 und er hat sein Setup 2 Jahre lang aufgebaut. Ja, ist in Ordnung. Ganz ehrlich, ist in Ordnung. Silberne PS4 Slim, Anzeigemonitor, Tablet oder Notebook eher gesagt. Dann hier oben die SpongeBob-Bilder mit Gary. Junge, das schreibt man gar nicht so. Das ist falsch geschrieben. So schreibt man meinen Namen. Also, ich heiße noch nicht mal Gary, ne? Das ist einfach nur mein YouTube-Name. Die Schnecke heißt Gary mit einem R. Ihr seht's hier. Mit einem R schreibt man die. Ich find's aber gut, dass ich hier so einen Ehrenplatz an der Wand habe. Finde ich sehr korrekt von dir. So, dann haben wir hier den Phil. Er ist 12. Ist in Ordnung. So, dann geht's weiter mit Tobias, 13. Er war schon mal dabei. Habe seitdem aufgeräumt und umgebaut. Mein Setup kostet ungefähr 1.500 Euro. Mauspad wäre nicht mein Fall. Da gibt es meiner Meinung nach deutlich schönere. Aber im Endeffekt alles eine Geschmackssache. Chillige kleine Ecke auch hier. Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir hier das heutige Video. Gerne nochmal hier ein Like da lassen auf Supportbasis. Ihr wisst, wie es läuft. Schön hier die 300 Likes anpeilen. Wichtig und richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Peace out. Ciao.